Das ist ja nett von dir, Peter. Oh Danke. ja, ich weiß. Ich hätte mich auch einfach porten können, also so ist das nicht, aber. Ne, kannst du nicht, ich bin auf maximaler Höhe. Auf einmal, ne? Genau. Aber das Dorf, was er da gebaut hat, ist auch schon ziemlich groß, ne? Wer der Sipsos? Ja. Ja, ist das groß? Ja, wenn du gleich mal auf der Map guckst, wenn du in deinem Haus hochkrabbelst. Hast du das Minecart losgeschickt gerade noch? Ja. Weil hier kommt nichts an. Ich Vielleicht nehme ist mal er wegen an. dem anderen Creeper, der da noch steht. Das kann Ma. sein. Ich nehme mal an, das wird wegen dem großen Zwischenraum sein, weil die leeren Minecarts, die fahren immer nicht gut. Ah ja, stimmt, wegen dem Gewicht. Wie viele Leute wohnen da? Sind da eigentlich noch viele Leute in dem Dorf? In dem neuen. Ja, was der Sips gebaut hat. Da haben die sich ja auch gepaart. Mal gucken. Die paaren Aber sich, wenn ganz viele Türen da sind. wenn man denen die blauen Bonbons gibt, ne, dann paaren die sich. Genau. Also ich sehe gerade von hier oben keinen. Also ich bin. Ja, da ist das Minecart. Schon wieder auf dem Weg zurück. Immerhin. Lol, jetzt bin ich. Was war? Jetzt bin ich ungefähr 30 Block gefahren, dann war ich da. Hat sich gelohnt. Voll. Warst du, ist dein Inventar voll? Kann das sein? Warum? Weil da noch ein Minecart rumlag. Hier ist ein Eisengolem, krass. Töte den, der gibt dick Eisen. Ne, der beschützt die Bewohner. Sind die dann angepisst, wenn du den umbringst? Ne, glaub nicht. Aber ich sehe gerade, hier sind relativ viele, aber warum wollen die denn alle auf den aufs Dach? Komisch. Sind die bescheuert? Ja, und jetzt gleich kommt so ein Tsunami und dann sagen die, guck mal, wie blöd er ist. Okay. Was denn? Man kann wohl rein theoretisch, ich glaube, unter dem Dorf Gewölbe bauen, wo nur Türen drin sind. Okay. Und dann sind hier oben richtig geil. Heiko, hattest du jetzt Schienen geholt, schon zufällig? Zufälligerweise. Ah, er ist am Bauen, okay. Bin abbauen? Hä? Wir wollen die aber dahin machen, nicht abbauen, ne? Aber das Dorf ist noch relativ blöd zu erreichen, das zweite. Müssen wir noch was dran ändern bei Gelegenheit. Ja, wir wollen ja eigentlich noch so ein. Ja, wir müssen da eigentlich auch noch eine Railroad hinbauen, ne? Ja. Oh mein Gott, so viele Aufgaben. Hi! Guck mal, was hier ist. Ja, ein riesiges Loch. Kenn ich schon. Hau ab. Oh, guck mal, da hat er Angst. Ach so, guck mal hier. Das hat der Heiko schon gebaut hier unten. Sehr gut. Fährt mal geradeaus weiter zu meinem. Boah, immer direkt. Drei powered. Ja, wir haben es ja, ne? Boah, hier, guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf powered. So viele, Okay. krass. Ah, egal, wir haben es, genau. Hau ab. Du kriegst keine Steine gleich. Ne, brauche ich auch im Moment nicht. Ich gehe immer hier hoch und spawne hier ganz viele. Ma, hau ab. Ey, jetzt mach ich nicht alles kaputt. Oh Mann. Die Falle hast du noch nicht gesehen, habe ich die ausgelöst. Ja, du Schade aber auch. ausgelöst. Lass die Hühnerfamilie. Nix. Jetzt raus hier. Aber durch das Springen bist du echt ein bisschen schneller, ne? Ja klar. Ist voll geil. Strafe Jump geht immer. Ah, hier ist noch nicht powered, sehe ich gerade. Ja, da ist ja ein Knopf, Mann. Ja, aber noch nicht hier unten im Gang. Knopf, Mann. Genau, du musst immer so mitten auf der Strecke noch ganz schnell die Knöpfe vorher drücken. So So. total hohl. Sonst bleibst du stehen. Das wäre doch was. Ach, guck mal, hier habe ich irgendwann angefangen zu bauen, aber nicht zu Ende gemacht. Ah. Oh yeah. Ach, hier unten sind wir ja. Irgendwie funktioniert das hier nicht, was du hier gebaut hast mit der Redstone-Fackel. Toll, Heiko. Ach, kommt noch. Ah. Ah, ach so. Gut, wenn der Heiko das sagt. Ja, weil er gerade nicht hier war. Deshalb dachte ich, er macht da nichts mehr. So. So. Machen wir ihn jetzt noch. Ja, die Arena weiterbauen ist Boah. vielleicht blöd, oder? Guck mal, wie viel Platz wir noch haben in dem Turm, wenn du jetzt von außen mal so guckst.
Wie kriegt krank? Sie sieht voll wenig aus, was wir bisher schon gemacht haben. Eigentlich voll viel. Ja, eigentlich drei, zweieinhalb mal noch, ne? Ja. Ja, Mach Randa! mal, machen wir denn da alles noch rein? Ja, Mojang wird sich da schon was einfallen lassen. Also unser Empfangsbereich ist ja jetzt sehr nice, also. Das ist unglaublich. Achso, So. meinst du die Rezeption? Ja, die genau die meine ich. Guck gleich mal Richtung Arena, da ist dann schon mal die eine Seite fast fertig. Ja. Ich glaube, wenn du vom Turm aus guckst, siehst du das dann, die eine Ecke zumindest schon mal. Aber krass, dass noch keiner so wirklich auf diese Hühnerbomben-Sache gekommen ist vorher. Heft. Ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Ne? Irgendwie. Nee, also gesehen habe ich davor eigentlich noch nicht. Ha. Irgendwo. Aber wenn einer fragt, hat Gronkh das erste Mal gemacht. Ah ja, stimmt. Habe ich vergessen. So. Boah, jetzt bin ich fast hier runtergesprungen. Ich baue hier gerade noch ein bisschen an meinem Turm weiter, also meinem. Ach, an deinem Haus baust du weiter, Ja, nur ein ja. Stück. Nur ein Stück. Ach so. Ist ja nicht so, dass ich hier Ja, rollen möchte. nö, gar nicht. Ich baue mir jetzt erstmal einen geilen Abgang zum Dorf runter von mir. Wenn ich meine Schuhe anhab, habe ich einen geilen. Wollte nur runterspringen. Ja, gut. Aber hoch muss dann trotzdem irgendwie ätzend. Das stimmt. Ist immer wahr, was ich sag. Fast. Wo bin ich denn jetzt hier? Würde mich mal interessieren. Ich bin hier irgendwo. Ich habe ja hier schon so einen Gang runter gemacht. Heiko, wie weit schießen eigentlich Dispenser? Weißt du da zufällig? So mit Eiern drin? Nicht weit. Meine ich. Aber Mist, das reicht nicht. Ach, wolltest du eine Eierbatterie machen, die auf mein Haus feuert oder was? Ich glaube, mit dem Redstone-Update kann man sogar machen, dass die Eier in Kisten verschwinden. Ja? Vielleicht sogar ein Dispensern und dann könnte man, ne? Ja, es wäre eigentlich geil, wenn man so einen Dispenser neben eine Truhe machen könnte und der dann einfach die Sachen da reinpackt, die auf das Feld kommen, so. Das wäre am geilsten noch. Ja, das geht dann, genau. Ah, ja, das ist cool. Ab wann geht das? 1,5. Ma. Ist doch sucky. Warum? Wann kommt 1,5? Wahrscheinlich Weihnachten. Weihnachten, ja ganz doch. Ne, keine Ahnung. Ja, Ali nix wissen. Hast du eigentlich mal diese Doku gesehen über Mojang? Die gibt es im Moment auf YouTube. Ach so, ne Doku? Ne? Ja, es ist ganz cool eigentlich, kann man sich mal ganz gut reintun. Ach, wie die angefangen haben, oder was? Ja, Oder er? wie die angefangen haben, dann zeigen die auch so ein bisschen, wie die arbeiten und so, ist ganz interessant. Ah. Aber irgendwie, dafür hat halt so viel. Ja, aber gut, weil das so viele sind halt nicht, aber. Eigentlich frage mich, was die den ganzen Tag machen dann. Ja, jetzt mal ehrlich. Ja gut, an sich, wirkt das jetzt nicht so komplex hier, ne? Nee, vor allem irgendwelche neuen Sachen einzubinden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Ja, vielleicht schreiben die jedes Mal den Code um, wieder von neu. Oh Gott. Sollen wir nicht nur eine Tür reinmachen? Alter, Türen hatten wir zuerst, weißt du, was wir da umschreiben müssen? Ja und? Genau. Oh, warte, ich habe eine Idee. Ich will andere Zäune haben. Nee, warte, die will ich doch. Die will er doch. Ich habe jetzt einen kleinen Balkon noch, wo ich das Dorf immer beobachten kann. Ah. Wo du so runtergucken kannst auf den Pöbel, ne? Ja, runterlunzen. Und runter pinkeln zwischendurch mal. Geil. Wenn wieder einer da steht und nicht aufpasst. Schön auf die Birne. Wo bin ich denn jetzt hier, mein Gott, von der Höhe, ey? Oh, wie blöd der ist. Ach, Wie bin ich? blöd der ist. Ach, so blöd bin ich gar nicht. Ne, geht, Glaub oder? ich, also. Also es gibt, glaube ich, blödere. Ja, mit Sicherheit. So, jetzt kann Luft wieder aus hier in meinem Raum.
Ich hoffe, da war kein Rauschen drin währenddessen. Doch, die ganze Zeit richtig extrem. Ich habe noch nichts gesagt. Jetzt ist gerade wieder weg, ne? Ja, jetzt ist gerade eben weg. Also ich habe dich vorher gar nicht verstanden. Ich habe immer nur ja, ja und so gesagt eigentlich. So wie als wenn der David mir irgendwas über Diablo erzählt und ich gerade am Zocken bin dabei. Ach, kommt da auch nur ja, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Findest du Diablo nicht so nice? Ja, also nicht so nice, dass man da in jeder Kleinigkeit drüber sprechen muss. Ne, normal nicht. Nee. Ich meine, die haben sich ja auch beeilt mit der Entwicklung des Spieles. Ja, also ich meine, ne, in 12 Jahren so auf die Beine zu stellen, ist schon krass. Ja, schon heftig. Also ich finde das auch, was die erreicht haben in der Zeit. Das ist, also, nee. Genau wie mit dem Add-on von StarCraft, wie lange das dauert. Ja. Und ich weiß noch, habe ich schon mal erzählt, aber ich zock da so voll geil durch, dann dachte ich mir so, endlich eine andere Kampagne und dann, oh, gibt es nicht? Natürlich nicht. War ich so ein bisschen überrascht. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich finde das ein bisschen blöd. Ja, ein Spiel 1 hat wenigstens alle drei Rassen, weißt du, so eine Kampagne. Ja, und aber vor allen Dingen auch, dass das so lange dauert. Wann ist denn StarCraft 2 rausgekommen? Boah, 3 Jahre? Ja, guck mal, überleg mal, heutzutage. Aua. 3 Jahre. Also finde ich schon viel für ein Spiel. Weil da war ich, glaube ich, noch nicht am LP'en. Okay. Glaube ich. Ich will jetzt nicht, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, hör mal. Oh nein. Was ist? Aber eigentlich kommt ja morgen erst die Edition raus, ne? Ja, morgen. Also wenn die Leute das hier sehen, dann ist sie schon seit 2 Wochen gelaufen. Aber für uns ist es morgen. Voll der Hirnfick so. Hä? Oh, hier in der Mitte könnte was spawnen. Immer noch. Von dem Dorf oder was? Oder wo bist du gerade? Ne, in meinem Haus. Und ich habe ja diese Anzeige da drin. Ja. Okay, muss ich andermal machen. Aber ist geil, der ganze Boden wird da mit Zahlen übersät. Dann siehst du genau, okay, wo zu dunkel ist. Nein, das ist ja raffiniert. Oh ja. Spießer. Und die Leute haben nichts dagegen, wenn wir uns dann die Spawner dann cheaten. Nee, haben sie nicht. Naja, also wenn wir sie zumindest gefunden haben. Also die meisten sagen, es ist okay. Ja, finde ich aber eigentlich auch, ganz ehrlich. Weil wenn es einfach nicht mehr möglich ist, soll es doch lassen, dass man die zumindest mit Pistons dann wegschieben kann, ey. Wenn er Bock hat, kann er das ja machen. Genau. Und halt mit Behutsamkeit abbauen geht ja auch nicht. Ja. Das soll man nicht, das ist Cheaten. Deshalb, die von Mojang wollen das nicht, bitte. Das geht nicht. Nee, die machen das auch nicht. So, hier ist jetzt schön hell, sehr schön. Ja, wie früher bei Total Annihilation. Da gab es zwischendurch mal eine Version, da konnte man Landminen in Transportflugzeuge packen. Kam noch nicht so gut an. Nee, ja, das war halt ziemlich geil, weil man so ein bisschen glitchen konnte. Ja, was heißt, oder... Ja, man konnte es halt hart ausnutzen, so. Weil es gab Atom-Tretminen.